Willkommen, Thema dieses Videos ist die Selbstkostenberechnung im Handel, Selbstkostenkalkulation, wie man auch sagt. Wir betrachten also den Fall aus Sicht eines Händlers und kalkulieren die Selbstkosten dieses Händlers. Dazu brauchen wir die Prozentrechnung und wir brauchen ein Kalkulationsschema. Und das sind gleichzeitig die beiden Dinge, die man können muss, um in der Prüfung hier die Punkte zu holen. Man muss Prozent rechnen können und man muss das Kalkulationsschema kennen. Es geht los mit dem sogenannten Listeneinkaufspreis. Man stellt sich also hier vor, dass der Händler in eine Liste schaut, eine Liste, die er vom Hersteller bekommen hat, mit den entsprechenden Preisen. Diese Preise sind Nettopreise natürlich. Und wir stellen uns weiter vor, dass wir jetzt anhand eines Produktes das Grundschema aufzeigen. In Wahrheit bestellt der Händler natürlich direkt mal 10.000 Stück oder sowas. Das heißt aber nur, die Zahlen werden größer. Am Grundprinzip ändert sich nichts. Also können wir mit diesen kleinen Zahlen hier arbeiten. Wir stellen uns vor, der Listeneinkaufspreis für dieses Beispielprodukt sei 10 Euro. So. Jetzt ist das ähnlich wie beim Autokauf. Auch der Händler zahlt nicht das, was in der Liste steht, sondern er bekommt einen Rabatt. Rabatte, Leute, lasst euch sagen, werden vorher aufgeschlagen. Das weiß also der Hersteller, weiß, dass der Händler einen Rabatt haben will, prozentual. Und der Händler weiß, dass der Hersteller das vorher aufgeschlagen hat. Also muss er quasi diesen Rabatt fordern. Es gehört zum Ritual dazu. Ja, also wir haben hier zunächst mal jetzt ein Minus. Minus Rabatt. Ja, man könnte auch Händlerrabatt jetzt hier sagen. Und es gibt hier verschiedene Rabattarten. Das soll uns jetzt alles hier nicht belasten. Wir nehmen an, das sei angegeben mit 10%. Sodass der Listeneinkaufspreis also zunächst mal die Wertigkeit hat von 100%. 10% davon sind 1 Euro. Wir rechnen also minus 1 Euro und kommen auf 9 Euro. Und in Bezug auf die 100% oben sind das zunächst mal 90% bezogen auf den Listeneinkaufspreis. Ja, das ist wichtig. Das bezieht sich jetzt auf den Listeneinkaufspreis. Darauf bezogen sind diese 9 Euro 90%. Denn das Spiel ist hier noch lange nicht vorbei. Wenn wir den Rabatt vom Listeneinkaufspreis abziehen, kommen wir zum Zieleinkaufspreis. Und Achtung, nur der erste Teil des Wortes ändert sich. Zweite Teil des Wortes, Einkaufspreis. Einkaufspreis. Das heißt, man muss sich nur merken, Listen und Ziel. Und was ist der Unterschied zwischen Listen und Ziel? Da steht es, es ist der Rabatt. Ja, Ziel gleich Listen minus Rabatt. Listen Einkaufspreis, Ziel Einkaufspreis. So, der Ziel Einkaufspreis ist aber noch lange nicht das letzte Wort, denn jetzt bekommt der Händler noch einen Skonto. Also wieder Minus, zum zweiten Mal jetzt Minus, 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 Skonto. Der Skonto wird gezahlt oder man kann ihn abziehen, um präzise zu sein, wenn man besonders schnell zahlt. Und das ist hier üblich und das unterstellen wir auch hier, sagen wir 2% Skonto. Diese beiden Werte, 10% und 2%, sind in der Prüfung angegeben. Na, die kann man nicht herleiten, sondern die müssen gegeben sein. Und wir unterstellen, dass der Händler diesen Skonto nutzt. Zahlen Sie innerhalb von 3 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen Nettokasse. Ja, also er zieht die 2% Skonto ab, minus Konto, und kommt zum Bar. Einkaufspreis. Ich lasse ganz bewusst dazwischen eine Lücke, um wieder klarzumachen,
dass der zweite Teil des Wortes unverändert bleibt, nur der erste Teil variiert wird. Listen, minus Rabatt führt zu Ziel, minus Konto führt zu Bar, Einkaufspreis. Man muss sich also immer nur Einkaufspreis einmal merken, wobei das naheliegend ist. Es geht ja um die Selbstkosten im Handel und die beginnen damit, dass der Händler etwas einkauft. Und das, was er bezahlt, ist der Einkaufspreis. Also da muss man sich eigentlich gar nichts merken. Man muss sich nur den ersten Teil des Wortes dann merken. Listen, Ziel und Bar. So, machen wir es in Zahlen. 2% Konto von 9 Euro sind 0,18 Euro oder 18 Euro Cent. Und damit kommen wir zum Bar-Einkaufspreis von 8,82 Euro. Und diese 8,82 Euro sind jetzt 98% bezogen auf die 900%, die wir jetzt hier sehen. Achtung, ja, den Rabatt zieht man von den ursprünglichen 100% ab, nämlich von den 10 Euro. Den Skonto zieht man vom rabattierten Preis ab und das sind hier 9 Euro. Die 9 Euro werden die 900%. Darauf bezogen ist der Bar-Einkaufspreis 98% vom Zieleinkaufspreis. So, jetzt passiert in der Spalte, wo wir quasi die mathematischen Zeichen haben, also die Grundrechenarten, ein Wechsel. Wir hatten Minus, Minus, jetzt kommt Plus. Ne, achten Sie drauf. Minus Rabatt, Minus Konto, plus Bezugskosten. Wahrnehmung der Struktur, wie immer. Ja, was ich hier mache, ist in über 8000 Videos immer das Gleiche. Ich zeige die Struktur der Lösung. Und dann können die in der Prüfung mit beliebigen Zahlen kommen. Es ist völlig egal, wenn sie die Struktur kennen und können, können sich die Punkte holen. Also Minus, Minus, jetzt haben wir hier einen Wechsel, jetzt kommt Plus, plus Bezugskosten. Wir haben noch einen Wechsel, wir haben nämlich hier Prozent, wir haben hier Prozent, jetzt haben wir hier Euro. Also es wechselt, Minus, Minus, Plus, Prozent, Prozent, Euro. Denn die Bezugskosten werden in Euro angegeben, nicht in Prozent. Ja, das ist das, was der Händler bezahlen muss, damit die Ware zu ihm kommt. Sagen wir hier 1,50 Euro. 1,50 Euro sind die Bezugskosten. Wir addieren sie dazu zum Bar-Einkaufspreis und kommen auf 10,32 Euro. Und diese 10,32 Euro sind der Einstandspreis. Wir sind also sozusagen vom Einkaufspreis zum Einstandspreis übergewechselt, begrifflich. Manche sagen dazu auch Bezugspreis. Der Bezugspreis ist das, was der Händler bezahlen muss, dafür, dass die Ware jetzt bei ihm ist. Kann er sie jetzt schon verkaufen? Nein. Es kommt noch eine weitere dicke, fette Größe hinzu, wieder mit Plus. Ja? Minus, Minus, Plus, Plus. Und zwar plus die sogenannten Handlungskosten. Die Handlungskosten sind ein Oberbegriff dafür, dass der Händler mit dieser Ware in einen verkaufsfähigen Zustand kommt. Dass er die Ware jetzt nicht nur hat bei sich, sondern auch verkaufen kann. Dafür braucht er Räume, dafür braucht er ein Lager, dafür braucht er Energie, dafür braucht er Kühlung, dafür braucht er Verwaltung. Also Handlungskosten sind ein Oberbegriff für eine ganze Reihe von Kosten, die den Händler handlungsfähig machen. Und handlungsfähig heißt verkaufsfähig. Ja, merken wir uns, das sind Raumkosten, Lagerkosten, Energiekosten, Verwaltungskosten und noch ein paar andere, die Aufzählung ist nicht vollständig hier, alles, was der Händler braucht, damit er die Ware nicht nur hat bei sich, sondern sie auch verkaufen kann. Denn der Kunde nimmt ihm so
in der Höhe der Bezugskosten, also zum Einstandspreis hier, zum Bezugspreis, nimmt kein Kunde ihm die Ware ab, sondern der Kunde will, dass da eben ein Raum ist, den er betritt und dass da die Ware liegt, im Kühlregal zum Beispiel. Dann wären das auch noch Energiekosten, die der Händler aufwenden muss für die Kühlung und so weiter. Die Handlungskosten berechnet man jetzt wieder prozentual, und zwar üblich sind 30%. 30%. Wir haben also wieder einen Wechsel. Wir hatten oben Prozent, Prozent, Euro, Prozent. Minus, minus, plus, plus. Plus 30% Handlungskosten sind 3,096 Euro. Im Handel rechnet man sehr genau. Ja, deswegen gehe ich hier auf die dritte Stelle hinter dem Komma. Wenn wir das jetzt addieren, es ist ja Plus und es ist Plus, während es hier Minus ist. Also hier nochmal die Struktur, Minus, Minus, Plus, Plus, genau wie links auch aufgezeigt, kommen wir auf 13,416, aufgerundet 13,42, korrekt 13,416, und das sind die Selbstkosten. Jetzt fragt der Prüfer, was heißt das denn? Was sind denn die Selbstkosten? Was sagen Ihnen denn die 13,42 Euro? Antwort: Das ist das, was der Händler aufwenden muss für dieses eine Beispielprodukt, damit er es nicht nur hat, sondern in einem verkaufsfähigen Zustand hat bei sich. 13,42 Euro wendet der Händler auf, damit er dieses eine Produkt, dieses eine Teil in einem verkaufsfähigen Zustand bei sich hat. Dass es also in einem Regal liegt oder in einer Kühltruhe liegt. Dass es also verkauft werden kann. Er ist also handlungsfähig. Handlungskosten sind draufgeschlagen worden. Und damit haben wir die Selbstkosten im Handel. Wiederholen wir noch mal ganz kurz dieses Schema hier. Wir haben hier links Ausgangspunkt 100%. Dann haben wir Prozent, Prozent, Euro, wieder Prozent. Wir haben also nur einmal Euro, das sind die Bezugskosten, das ist das, der Transport. Ja, Transport, der berechnet wird in Euro, um dieses eine Produkt zum Händler zu transportieren. Prozent, Prozent, Euro, Prozent. Dann die Vorzeichen, die Grundrechenarten. Minus, minus, plus, plus. Minus Rabatt, minus Konto, plus Bezugskosten, Achtung, in Euro. Plus Handlungskosten, Achtung, in Prozent. Wieder ein Wechsel hier. So kommen wir zu den Selbstkosten. Das ist das Schema. Die Prüfungsaufgabe ist hier noch nicht zu Ende. Die Prüfung fragt dann oft noch nach dem Bruttoverkaufspreis. Wir sind ja jetzt erstmal, dass das Produkt handlungsfähig, also verkaufsfähig beim Händler liegt. Aber wir wissen noch nicht, zu welchem Preis er es jetzt verkauft, damit er auch einen Gewinn macht. Das beleuchten wir im nächsten Teil. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.